Ich grüße euch alle herzlichst zurück hier im Ödland der Hauptstadt bei Fallout 3. Da vorne spielen Raider scheinbar fröhlich ein bisschen Baseball und ich würde sagen, wir spielen mal ein bisschen mit, nur dass wir keine Bälle werfen, sondern Gewehrkugeln. Die Spiegelung der Brücke sieht auch mal schick aus. So, eigentlich waren wir gerade dabei. Hallo Dogmeat. Eigentlich wollten wir ja in diesem Video, oder beziehungsweise unsere aktuelle Aufgabe ist es ja, die Verschwundenen von Big Town zu finden. Aber wir machen natürlich erstmal hier einen kleinen Abstecher. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Glaube nicht. Wir laden mal schnell nach, wechseln auf unsere Jagdflinte. Mit Baseballschlägern. Lass doch mit in Ruhe. Lass doch mit in Ruhe. Okay, VLTS-Modus, einmal sollte nicht schaden. Tja, so viel dazu. Einmal nachladen und einmal plündern. Nudeln. Die Rüstung nehmen wir wieder mit. Ihr merkt ja, die sind immer 100 Kronkorken wert und die sind immerhin geschenkt. Ja, die Raider verdienen den Tod, meiner Meinung nach. Seht euch an, was die hier mit Ödländern machen. Karawanen. Und vielleicht einfach nur Vagabunden, die hier durch die Ödnis ziehen. Baseballschläger. Uah. Los, Dogmeat. Hundekampf. Dankeschön. Ich gehe mal mit der Medizin auf 35. Wir bräuchten 40, um den guten Kollegen in Big Town zu regenerieren, zu heilen. Aber jetzt 10 Punkte Medizin wäre mir ein bisschen zu viel, 10 Punkte da rein zu investieren. Ich möchte aber auf jeden Fall Wissenschaft auf 50 erhöhen. Schleichen. Energiewaffen schon mal auf 25. Dietrich auf 55. Wo ist Reparieren auf 54. So. Haben wir neue Fertigkeiten? Wir haben neue Fertigkeiten. Wir waren, glaube ich, bei. Verständnis, oder? Ich meine schon. Windhund. Mit dem extra Windhund können Sie Ihren durchtriebenen Charme einsetzen, um Leute zu beeinflussen. Darüber hinaus erhöht jeder weitere Rang die Fertigkeiten Sprache und Veilchen um 5 Punkte. Auch nicht schlecht. Bleimagen. Mit dem extra Bleimagen nehmen Sie jedes Mal, wenn Sie Wasser aus einer verstrahlten Quelle trinken, 50% weniger Strahlung auf. Das ist auch super, aber generell werde ich versuchen, auf Wasser oder auf Quellen mit Strahlung für Regeneration zu verzichten. Blutiger Tod. Mit der Errungenschaft Blutiger Tod fügen Sie mit Ihren Waffen 5% mehr Schaden zu. Härte. Mit dem extra Härte erhalten Sie weitere 10% auf Ihre gesamten Schadensresistenz bis zum Maximum von 85%. Auch sehr gut. Oben das Bild auch sehr schön gemacht. Revolvermann. Solange Sie eine Pistole oder eine ähnliche Waffe verwenden, die mit einer Hand zu bedienen ist, erhalten Sie einen Bonus von 25% für Ihre VHTS-Präzision. Auch nicht schlecht, aber leider wird die Pistole bei uns nicht die große Präsenz haben. Mit dem extra Schatzsucher finden Sie in Behältern wesentlich mehr Nuka-Cola-Kronkorken. Auch nicht schlecht. Blutiger Tod. Härte und Schatzsucher sind drei Sachen, die ich auf jeden Fall machen möchte. Ich würde sagen, wir benutzen mal zuallererst. Wir nehmen erstmal Schatzsucher. Denn momentan machen wir noch genug Schaden. Wir halten auch genug aus. Also denke ich mal, ist das nicht so notwendig, jetzt wirklich unsere Abwehr zu verstärken. Ich hoffe, ich werde es nicht bereuen. So. Bissiger Hund, Hundefleisch. Dankeschön. Wir haben da vorne noch weitere Wegpunkte. Hier ungefähr. Nein, aber wir müssen jetzt in Richtung
Polizeistation Germantown marschieren, sonst werden wir komplett auf den Faden verlieren. Das sieht interessant aus. Da gehen wir mal hin. Und da liegt ein Boot. Also wenn das Wasser mal bis da oben gegangen ist, dann ist es ganz schön zurückgegangen. Oh, ein Meierlurk. Ein Meierlurk, Leute. Unser erster Meierlurk. Mutierte, Krabbenviecher, Krabbentiere. Die sehr, sehr stark sein können. Ich zeige ihn euch mal in Aktion. Hier seht ihr ein Meierlurk. Richtig ekelhaft, wie ich finde. Ja, Gesicht natürlich am empfindlichsten. Ja. Ihr merkt schon, hier in Fallout sind sehr, sehr viele Tiere mutiert. Meierlurk Fleisch, das heilt ordentlich mit 24 Trefferpunkten. Immer gut, um es mitzunehmen. Jetzt frage ich mich wieder, wie nah ist dieser Wegpunkt? Das sind nur Maulwurfsratten. Dogmeat macht das mal. Ich würde sagen, wir sparen mal ein bisschen Munition, denn wir haben auch hier für unsere 10mm Pistole nicht mehr wirklich viel. Ach Gott, mit dem Teddybär. Ja, so Szenen finde ich sehr, sehr, ja, bewegend hier in Fallout. Oh oh. Oh oh. Nein, verdammt. So. Energiezellen und Schrotpatronen. Und was haben wir hier? Gleisnägel. Ja, wir müssen zusehen, dass wir auf jeden Fall... Oh, noch mehr Munition. Das ist ja super. Wir müssen zusehen, dass wir sehr, sehr viel Munition heranschaffen können. Denn langsam wird es mit unserer Munition etwas knapp. Mikrofusionszellen sind für Lasergewehre. Es gibt Laserpistolen und Lasergewehre. Wir werden, wie gesagt, später komplett auf Lasergewehre setzen. Sturmgewehrmunition ist auch nicht schlecht. Eine Frage ist und bleibt nur, wo wir jetzt schnell Munition auftreiben können. 10mm wären sich nicht schlecht. Aber natürlich auch nicht das allerbeste. Die Wegpunkte scheinen beide recht nah zu sein. Einer ist sicherlich da oben bei den Gebäuden und einer müsste hier unten irgendwo in der Nähe des Wassers sein. Wahrscheinlich bei der Lagerstätte, die ich vorhin gesehen habe. Ah ja. Guten Abend. Ein Sammler mit einem chinesischen Sturmgewehr, das wäre Diebstahl. Okay. Hallo. Ja? Ja, handeln. Hier, willkommen im gottverlassenen Höllenloch. Es ist klein, aber mein. Ja, die scheint mir auch ein bisschen durch zu sein. Munition, nein danke. Sonstiges, nein danke. Hilfe, nein danke, nein. Raketenwerfer, aber nein danke. Naja. Aber immerhin einige Kronkorken. Moment, wir haben doch unter Sonstiges die ganzen Stangen Zigaretten, die können alle weg. So. Immerhin Sie wieder. Mir Bescheid, wenn Sie sonst noch etwas brauchen. Ja, ja. Auf Wiedersehen. Immerhin wieder ein bisschen Inventarlimit gespart. Das Wasser sieht so schön aus, meine Güte. Wo ist denn Dogmeat? Ich höre ihn rumknurren. Ich habe Feindesmarkierungen und ich sehe einen Meierlurk.
keine Chance, ihn so zu sehen. Das Wasser ist schön verstrahlt. Wir brauchen hier sowieso die Strahlung für Moira. Schnell raus hier. Schwimm. Aber ich möchte die Strahlung lieber nicht jetzt haben, da wir momentan ja für Big Town unterwegs sind. Ach, das ist Arifu da oben drauf. Das darf ja nicht wahr sein. Boah, aua. Okay, das ist nicht gut. Ja. Wir müssen das Gesicht verwunden. Oh oh. Ihr seht schon, Meyerlurks sind schon ein etwas größeres Problem als der Rest, den wir bis jetzt hatten. Ich würde tatsächlich mal gerne die Laserpistole zücken. Oh Mann, ja, das ist die Laserpistole und das ist ein zweiter Meyerlurk. Und das ist gar nicht gut. Okay, er scheint hier nicht hinzukommen. Wir greifen ganz schnell auf Heilmittel zurück. Zum Beispiel aufbereitetes Wasser, Kram, eiskalte Nuka-Cola-Flaschen. Das reicht erstmal. Um Gottes Willen. Ja, Meyerlurks, Leute. Gar nicht gut, gar nicht lustig. Schnell hoch hier. Und ihr habt gerade gesehen, die Laserpistole ist verdammt stark. Sieht, wie ich finde, auch ganz cool aus. Ihr könnt euch das Lasergewehr so ähnlich vorstellen, nur zum Anlegen. Sehr starke Waffe, auch sehr cool gemacht mit dem Nachladen übrigens. Aber es dürfte es noch nicht gewesen sein. Ich höre immer noch die Kampfmusik. Da ist ein weiterer Meyerlurk. Okay, alles klar. Wir bleiben mal auf der Laserpistole an dieser Stelle. Da ist ein Nuka-Cola Quantum auf dem Pfosten. Das sind mehr als... Das sind zwei Meyerlurks sogar. Und Dog Meat. Ja, ein bisschen Munitionverschwendung, aber... An den kommen wir gar nicht ran. An den Meyerlurk hier. Okay. Nuka-Cola Quantum. Meyerlurk-Eier. Fleisch eines Meyerlurk-Jungen. Truhe leer. Erste-Hilfe-Kasten. Nein. Darf nicht wahr sein, nur noch 30 Haarklammern, das ist gar nicht gut. So. Wasser, Blutpakete, Haarklammern, Stimpaks. Sehr schön. Gegen den Meyerlurk komme ich nicht an. Ah, erfüllt optional schwere Strahlenkrankheit zu ziehen. Wir sollten langsam aber sicher zu Moira zurückkehren. Das da oben ist Arifu. So heißt der Ort. Glaubt es mir oder glaubt es mir nicht. Ja, Arifu. Den Ort möchte ich eigentlich nicht entdecken. Da gehen wir später hin. Denn Arifu ist auch Ort einer Aufgabe. Ich möchte den Wegpunkt da vorne gerne finden und dann würde ich gerne zu Moira zurückkehren. Denn lebensbedrohliche Strahlung ist nicht gerade so angenehm. Sagt der Name ja schon. Haben wir hier etwas? Ich glaube nicht. Es ist verdammt dunkel. Ein Augenbot, auch schon etwas länger nicht mehr gesehen. Und dort oben scheint tatsächlich eine Art Dorf oder Stadt zu sein. Dieser schöne Soundtrack im Hintergrund.
Oh Leute, ich hoffe so sehr, dass ein Fallout 4 erscheinen wird. Und wenn ihr dieses Video hier seht, ist es vielleicht nur offiziell bestätigt. Wer weiß das schon? Ich bin ja momentan wieder ein bisschen im Voraus, wenn es um meine Produktion geht von Videos. Northwest Seneca. Eine U-Bahn-Station. Denn ganz Washington DC ist mit einem U-Bahn-Netzwerk verknüpft und das stimmt sogar. Man kann tatsächlich unterirdisch sehr, sehr viele Bereiche erreichen. Was haben wir hier? Groceries. Lebensmittelhändler. Nicht gut, gar nicht gut. Gar nicht gut. Ich sehe kein Radio. Ich weiß nicht, wo es ist. Bin ich panisch und finde es deshalb noch schwieriger. Wo ist es denn? Es darf doch nicht wahr sein. Es ist hier ganz laut. Da oben. Sei still, John Henry Eden. Nuka-Cola-Truck mal wieder. Erste-Hilfe-Kasten, Redek. Dogmeat, ey, du machst mir Angst. So. Zuckerbomben. Kronkorken. Eine leere Registrierkasse. Wir wollen erstmal den Safe knacken. Das gibt nämlich doppelte Erfahrung, Leute. Guck mal jetzt hin. Jetzt knacken wir erst den Safe. Dafür kriegen wir 33 Erfahrungspunkte. Und jetzt hacken wir den Computer und kriegen dafür nochmal Erfahrungspunkte. Daher niemals Computer hacken und öffnen. Das ist vollkommener Schwachsinn. So, und nochmal 33 Erfahrungspunkte. Sperre aufheben haben wir schon, daher uninteressant. Da liegt mein Tarz. Blamco Mac and Cheese. Lecker, lecker. Reinigungsmittelkarton. Nuka-Cola. Ansonsten recht traurige Ausbeute. Okay. Ach Gott, die Talon Company. Gut, dass wir so gut treffen können. Ja, es wird mal wieder schwierig. Her mit dem Sturmgewehr. Ja, das war die Talon Company mit einem schicken Überraschungsangriff. Sturmgewehr reparieren mit Sturmgewehr. Wir müssen jetzt mal ein bisschen aggressiver vorgehen. Nee, schade. Das klappt nicht so gut. Nee, wir müssen aufs Sturmgewehr gehen. Das ist aber schon mies, oder? Man merkt, dass hier so eine Stelle, in der sie wirklich so in Bedrängnis und unerwartet auftreten, kann echt schwierig werden. Da habe ich aber jetzt das gute Motorrad sehr taktisch eingesetzt, oder? Ich glaube, da war sogar wieder ein chinesisches Sturmgewehr bei. Bei dem guten Kollegen hier. Chinesisches Sturmgewehr. Ist unser Kopfgeld mittlerweile gestiegen? Ich möchte es ja stark hoffen. 1000 Kronkorken. Mann, das darf doch nicht wahr sein. Chinesisches Sturmgewehr, pipapo Sturmgewehr. Talon Kampfrüstung, Talon Kampfrüstung, Talon Kampfrüstung. Ja, vom Wert her ist das in Ordnung. Sturmgewehr, Sturmgewehr, chinesisches Sturmgewehr. Schaden 22, Schaden 19. Das chinesische Sturmgewehr ist deutlich besser. Daher werden wir jetzt auch das chinesische Sturmgewehr benutzen, sofern es notwendig ist. Wir bleiben erstmal immer noch auf der 10mm Pistole. Aber wir erinnern uns daran, wir haben auf jeden Fall schon ein chinesisches Sturmgewehr.
Und ich würde sagen, wir gehen auch mal in die gute U-Bahn-Station. Denn wenn ich mich nicht täusche, ist es eine ganz bestimmte U-Bahn-Station, die ich gerne aufsuchen möchte. Ja, tatsächlich. Aber ich würde sagen, bevor wir hier in diesen U-Bahn-Tunnel gehen, übrigens unser erster U-Bahn-Tunnel in Fallout, machen wir hier eine kleine Aufnahmepause und es geht dann hier beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dann.